Die Temperaturen steigen, es wird langsam wärmer und es wird langsam Sommer. Aber vor allem ist es erstmal Frühling. Die Schuhe, die wir im Winter wirklich die ganze Zeit nicht tragen konnten, weil wir Angst haben, dass sie dreckig werden, dass sie schmutzig werden. Ihr wisst, was ich meine. Und deswegen mache ich jetzt dieses Video mit meinen persönlichen Top 10 Schuhe für den Frühling-Sommer. Ich muss dazu sagen, ich habe es nicht hinbekommen, mich auf 10 zu beschränken, weil es von ein paar Modellen wirklich welche gibt. Da muss ich euch 2, 3 nennen. Aber ich denke mal, damit werdet ihr kein Problem haben. Ich habe jetzt hier auch keine persönliche Reihenfolge oder so genommen, sondern einfach querbeet durch. Und für die, die sagen, ja, okay, da sind halt auch Schuhe dabei, die mal eben 400 Euro kosten. Ich werde auch noch ein Video machen mit den günstigsten Frühling-Sommerschuhen, wo ich wirklich ein paar sehr, sehr nice Sachen drin habe, die auf jeden Fall auch nicht jeder auf dem Schirm hat. Aber ich würde sagen, wir fangen an mit dem Video. Kommen wir zum ersten Schuh. Let's go. Das erste Paar Schuhe, ich wollte es wirklich nicht mehr mit reinnehmen, weil das Ding ist eigentlich, also ausgelutscht, da geht's nicht. Aber es ist immer noch ein Schuh, den ich selber trage und deswegen muss der mit rein. Auch wenn ihr euch jetzt denkt, yo, was für ein Mainstream-Video. Das wird's auf gar keinen Fall. Trotzdem muss der Schuh mit rein. Und es ist ein weißer Air Force, jetzt nicht nur in Low, sondern auch in Mids. Und wie ihr seht, das Ding ist wirklich, das ist komplett zerbums. Also den trage ich selber gerade daily, das ist so mein Daily Beater. Der wurde auch schon von meinem Hund ein bisschen angeknabbert. Aber egal, den Schuh trage ich selber, einfach weil man den halt zu allem tragen kann. Den kannst du halt schnell anziehen, ohne dass du den Kopf machen musst. Genauso wie das mit Air Force One Low der Fall ist. Ich muss sagen, ich bin eher der Air Force Mid-Typ, frag mich nicht warum. Ich habe jetzt hier zwar trotzdem ein Deadstock-Paar in Low, aber ich werde wahrscheinlich trotzdem die noch tragen, bis die wirklich auseinanderfallen. Hier habe ich jetzt auch noch ein paar Air Force One mit in dem New York City Colorway, beziehungsweise heißt der New York City. Wie man sieht, ist ja auch wirklich, ja, der wurde vergewaltigt. Aber Freunde, ich wäre ja nicht ich, wenn ich den nicht nochmal als Deadstock-Pair hatte. Auch den trage ich teilweise daily, wenn ich irgendwo im Wald spazieren gehe oder keine Ahnung was. Eigentlich war das nicht mein Plan, jetzt sieht er so aus und jetzt ist er eben auch ein weiterer Beater von mir. Machen wir direkt weiter mit einem Schuh, der zwar auch schon ein bisschen so Mainstream ist, aber ich finde ihn trotzdem noch sehr cool und werde ihn auch definitiv diesen Sommer tragen. Nämlich wäre das der New Balance 550, in dem Fall hier in dem White Grey Colorway. Ja, wie ihr seht, habe ich hier mal so cremefarbene Laces in den einen reingemacht, um zu gucken, wie das Ganze aussieht. Und ich finde, das ist immer noch ein sehr, sehr nicer Schuh. Gibt es auch in etlichen Colorways. Ich finde zum Beispiel auch den UNC sehr, sehr nice. Der Syracuse ist cool. Der White Green ist auch sehr nice. Auch gerade die Modelle mit dem Wildleder vorne. Und wenn man jetzt sagt, okay, der ist mir halt wirklich zu basic und vor allem auch zu günstig, weiß man nicht, wie abgehoben man sein kann, aber dann kann man halt immer noch auf die Amy Leon Dore Modelle zurückgreifen. Die haben halt nochmal einen sehr nicen Vintage-Effekt und sehen, wie ich finde, auch sehr nice aus. Und sind, wie gesagt, auch ein bisschen teurer. Aber das Ding ist wirklich ein absoluter Sommerschuh. Und den kann man halt auch gefühlt zu einem tragen. Deswegen muss der auf jeden Fall mit in die Liste. Wir haben jetzt Platz 3. Auf dem Platz 3 sind direkt 2 Schuhe, die aber quasi zur selben Familie gehören, irgendwie aber auch nicht. Es geht um Yeezy Slides und Yeezy Formrunner, die ich jetzt gerade hier nicht habe. Aber sowohl Yeezy Slides als auch Yeezy Formrunner sind halt ein absolutes Ding für den Sommer. Weil die kannst du halt nicht im Winter oder Herbst tragen, weil das ist erstens viel zu kalt. Und zweitens ist das mit der Nässe so eine Sache im Herbst und Winter. Ich habe jetzt hier zum Beispiel den Yeezy Slide in dem Pure Colorway. Das ist der aus dem ersten Release. Ich finde den wirklich sehr, sehr nice, diese, ja, leichte beige Tarnfarbe, finde ich ultra krass. Der ist mega gemütlich, den kannst du natürlich auch in der Stadt anziehen, den kannst du zu Hause anziehen, den kannst du drinnen anziehen, den kannst du meinetwegen überall anziehen. Und er sieht immer cozy aus. Natürlich kann der auch, wenn man den jetzt falsch kombiniert, auch ein bisschen asozial aussehen, aber ich finde Yeezy Slides ultra nice. Ich muss auch sagen, ich finde die in diesem Lime Colorway oder auch in diesem orangen Colorway auch sehr, sehr cool. Aber der ist halt so, ja, relativ basic, kannst du zu allem tragen, deswegen habe ich mir den auch ausgesucht. Yeezy Slides und Yeezy Formrunner für mich auf jeden Fall ein verdienter Platz. Ja, Freunde, machen wir weiter mit einem Thema, wo ich auch ausholen kann. Aber ich habe mir jetzt einfach mal diesen Schuh hier rausgesucht, nämlich den Air Max One. Speziell den Air Max One in der Concepts-Kollabo. Das wäre der Schuh, für mich auch ein Schuh, der absolut in das Frühlingssortiment passt. Also mehr Frühling geht, glaube ich, nicht. Vor allem mit den ganzen Elementen, mit diesem Grasgrün, mit den Paisley-Elementen, mit diesen Blumen-Elementen. Klar muss man die Farben mögen, klar muss man den Schuh mögen, klar muss man die Zusammenarbeit mögen, was hier gemacht wurde. Aber mehr Frühling in einem Schuh geht einfach nicht. Natürlich auch für den Sommer absolut krankes Ding. Ich werde den auf jeden Fall auch selber tragen. Von den Materialien ist der wirklich ultra nice. Es gibt aber auch noch viele andere Air Max 1er Modelle, die ich empfehlen kann. Wie zum Beispiel den Magma, wie den Pine Green, obwohl der für mich eher so ein Herbstding ist. Nicht zu vergessen, die Pata-Modelle, vor allem der orangene und der blaue Colorway. Also das ist auch ein Schuh, den ich wirklich noch gerne hätte. Beide Colorways am liebsten, die für den Sommer und Frühling absolut geeignet sind. Wer die nicht auf dem Schirm hat, checkt die ab. Die sind natürlich preislich etwas teurer. Ich glaube, der ist sogar bei Retail gelandet. Den kann man, glaube ich, sogar noch teilweise, wenn man Glück hat, in der Sneakers-App kaufen. Aber für mich ist der von den Farben her ultra, ultra nice. Ja, Freunde, kommen wir dann zu einem Schuh, wo ich sage, ey,
mein absoluter Favorite für den Sommer und für den Frühling. Und das wäre ein SB-Dunk und ich habe ihn mir nochmal gezogen. Und zwar wäre das der Para-SB. Habe ich seit 2019 gehabt, jetzt habe ich mir den nochmal neu gekauft. Ich sage dazu nichts, guckt euch den Schuh an. Also der ist für den Sommer einfach gemacht. Übelst geiles Ding mit dem weißen Leder, mit den ganzen pink-blau-roten Akzenten, mit dem Innenfutter, mit der dicken SB-Zunge. Mit dem Swoosh vorne. Für mich wahrscheinlich der beste SB-Dunk. Ist halt nur sehr teuer und deswegen gibt es von mir auf jeden Fall noch Alternativen. Wie zum Beispiel den Chlorophyll-Dunk, den ich auch hier habe, den ich mir auch für den Sommer gezogen habe. Auch das Ding ist eigentlich sehr, sehr basic. Mit dem Schwarz, mit dem Grau, mit dem Weiß. Aber diese leichten grünen Akzente auf der Zunge machen es halt für mich nochmal so ein bisschen sommerlicher. Dann ein Schuh, der eigentlich auf dem Platz sollte. Das wäre hier der Paisley SB-Dunk, der eben in so einem Braun gehalten ist. Auch mit so blau-pinken Akzenten. Mit cremeweißen Akzenten, zum Beispiel jetzt die Laces und der Swoosh. Auch ein Schuh, der mit einer ultra krassen Qualität kommt und den man auf jeden Fall nicht nur im Frühling tragen kann, auch für den Herbst ist das Ding ein absolut krasses Teil. Aber für mich auch ein Schuh, der auf jeden Fall mit in diese Liste mit rein musste. Und da wir schon bei SB-Dunks low sind, dürfen natürlich heiß auch nicht fehlen. Und da muss ich sagen, habe ich auch zwei Modelle, die auf jeden Fall mit rein mussten. Das wäre zum einen der Kentucky SB-Dunk. Der kam sogar jetzt vor kurzem erst. Auch ein sehr, sehr geiles Ding. Wie man sieht, ist das Weiß auch nicht so richtig strahlend weiß, sondern auch so ein bisschen cremeweiß. Finde ich, sieht sehr, sehr stark aus. Ist übrigens ein Orange Label, genauso wie das auch ein Orange Label Dunk ist. Ist auch noch gar nicht so lange her, als der rauskam. Ich habe auf jeden Fall einen Schuh mit so einem ja hellen grauen Nubuck Ledermaterial und dann mit so einem, ja, ich weiß gar nicht, was es für ein Material ist. Hier auf jeden Fall so ein bisschen Canvas-Jeans-artig und auf der Toebox so gewebt. Kann man auf jeden Fall zu ultra vielen Sachen kombinieren. Ist halt gerade im Frühling sehr nice, weil der eben ein bisschen heller ist. Würde ich auch nur für den Frühling und Sommer empfehlen, weil das Material auch wirklich sehr anfällig ist. Aber das Ding auch absolut geil und musste mit in die Liste. Ja, kommen wir zu einem weiteren Platz. Und da habe ich auch erst überlegt, okay, welchen von den ganzen Colorways nehme ich mit rein? Und zwar geht es um Jordan 4, die natürlich nicht fehlen dürfen und vor allem auch bei mir nicht fehlen dürfen. Ich habe überlegt, okay, nimmst du vielleicht den Oreo mit rein, nimmst du den Red Thunder mit rein und der ist halt meiner Meinung nach eher für den Herbst, aber ein absoluter Frühlings-Jordan 4er ist für mich der Lightning. Klar, gelbe Schuhe nicht für jeden was, aber das ist so ein nices, warmes Gelb. Das ist so, als würdet ihr auf einer Wiese rumlaufen und so diese, ja, erst Pusteblume euch angucken. Wie heißen sie denn? Also die Vorversion von der Pusteblume. Löwenzahn, Freunde, Löwenzahn. Genau so ist dieses Gelb einfach von einer blühenden Blume und deswegen musste der mit rein. Für mich auch ein Schuh, der auf jeden Fall diesen Frühling noch getragen wird. Ich bin ehrlich, ich habe mich vorher nicht getraut, ihn rauszuholen, aber jetzt für den Frühling, krankes Ding. Auch den kann man mit so vielen Sachen tragen, also da werdet ihr auf jeden Fall fündig und vom Resale-Preis ist ja auch noch nicht so teuer, also auf jeden Fall für den Jordan 4 definitiv machbar. Der nächste Platz geht an zwei Yeezy-Modelle. Ich habe zwar das eine Modell, was ich nice finde, leider nicht hier. Es geht nämlich um vor allem den Yeezy 700 V2 in dem Cream Colorway. Ich habe hier aber trotzdem noch den Static und der ist relativ ähnlich. Auf jeden Fall ein Schuh, den man auch zu sehr vielen Sachen tragen kann, der auch eher so für den Frühling geeignet ist, weil der eben sehr, sehr hell ist und deswegen für mich absoluter Frühlingsschuh. Genauso würde ich aber auch sagen, dass ich immer noch den Yeezy 700 V1 Waverunner mit reinnehmen würde, weil der eben auch ein bisschen lauter ist. Wir haben hier ja sehr verschiedene Farben, orange, tanngrün, blau, aber eben auch einen großen Grauanteil. Aber auch der Schuh ist halt ja für den Frühling, glaube ich, bestens geeignet, wenn man das Modell dann eben mag. Auf meiner Liste auf jeden Fall ein Must-Have. Ein weiteres Must-Have sind für mich Dunks. Und da bin ich halt ehrlich gesagt bei den normalen Colorways wie Call Purple, Panda und so weiter bin ich wirklich raus. Das sind auch meistens alle Schuhe, die von der Qualität mir nicht so gefallen haben. Das Leder ist eher so wie Plastik. Und da bin ich wirklich eher dann so auf dem Film, dass ich sage, okay, ich suche mir die Dunks raus, die ein bisschen mehr special sind. Da habe ich mir zum Beispiel als, ja, Vertreter für diesen Platz den Fossil Rose rausgesucht. Ich hatte den selber, ich habe ihn leider verkauft, weil er mir eine halbe Nummer zu groß war. Werde ihn mir definitiv aber nochmal kaufen, weil der wirklich auf eine Jeanshose anders krass aussah. Als bisschen teure Alternative habe ich mir noch den Vast Grey rausgesucht, werde ich euch auch nochmal ein Bild einblenden. Den, finde ich, kannst du auch zu sehr, sehr vielen Sachen tragen. Und als noch teure Variante, den ich aber auch sehr, sehr nice finde, habe ich hier den Union Dunk, weil der Schuh repräsentiert für mich den absoluten Sommer. Dieses Hellblau bei dem Schuh sieht wirklich unnormal krass aus. Guckt euch allein die Sohle an, also das ist wirklich, der Schuh ist geistkrank. Ich habe zu dem Schuh übrigens auch ein komplettes Video gemacht. Ich werde es hier oben irgendwo einblenden, könnt ihr euch gerne nochmal anschauen. Aber wenn es um normale Dunks geht, dann auf jeden Fall für mich nur die Special Modelle, weil wie gesagt, der Panda ist quasi wie ein Air Force. Ich meine, ein bisschen paradox, dass ich einen Air Force trage,
Aber ich denke mal, die meisten von euch wissen, was ich meine. Klar kann man den Panda noch tragen, wer den tragen möchte, tragt den. Ich will da überhaupt keinem auf die Schnürsenkel oder so treten. Aber ich persönlich bin da einfach raus. Und ja, wir sind jetzt auch schon am letzten Platz angelangt von den Top 10. Und auch da konnte ich mich nicht entscheiden, weil ich finde, das sind zwei Schuhe, die echt noch so ein bisschen underrated sind. Zum einen wäre das ein Jordan 1 High und zum anderen wäre das ein Jordan 1 Low. Fangen wir an mit dem Jordan 1 High, der auf Instagram eigentlich gerade übelst krass als Custom kursiert. Nämlich wäre das der Jordan 1 Heritage. Aus dem machen ja gerade viele irgendwie diesen, ja, Travis Fragment Custom. Kann ich aber auch verstehen, weil an sich ist das Color Blocking fast gleich. Wenn wir uns das Color Blocking mal angucken, haben wir auf jeden Fall, ja, eine rote Toebox, eine rote Heel und alles andere ist halt eben weiß bis auf der Swoosh und die Sohle. Und so ähnlich ist das Color Blocking ja vom Jordan 1 Travis Scott X Fragment. Ist ein Schuh, der auf jeden Fall noch in sehr, sehr vielen Läden rumstand. Was ich verstehen kann, Jordan 1er Hype ist halt wirklich... Aber der Schuh hat eine sehr, sehr krasse Quali. Wenn wir uns das Leder allein mal auf der Toebox anschauen, das sieht wirklich sehr, sehr gut aus. Genauso wie hinten die Heel, die ist ultra soft. Und dass ein Jordan 1er rauskam mit einem rot-weiß-schwarzen Color Blocking, ist glaube ich auch schon etwas länger her. Deswegen auf meiner Liste zusammen mit dem Jordan 1 Low Neutral Grey. Übrigens ist das auch ein OG Jordan 1, sprich in einem OG Colorway und vor allem in einem OG Shape, was noch viel wichtiger ist. Ist auch somit der einzige Jordan 1 Low, den ich glaube ich tragen würde. Ist halt von den Farben sehr, sehr clean. Eigentlich auch für den Frühling, Sommer gemacht. Ähnlich wie ein weißer Air Force, nur halt mit einem anderen Shape und eben mit diesen grauen Elementen. Hat auch eine super Quali. Ist jetzt auch nicht so mega teuer, obwohl der, glaube ich, ein bisschen im Preis gestiegen ist. Aber den kann man auch zu gefühlt allen Sachen tragen. Sieht, wenn man von oben auf den Schuh drauf schaut, auch ein bisschen anders aus. Also man checkt direkt, dass es halt kein weißer Air Force ist, sondern irgendwas anderes sein muss. Wie gesagt, von den Farben sehr, sehr einfach. Also für mich auch ein verdienter Platz auf der Frühling-Sommerschuhliste. Ja, Freunde, das wäre es mit meiner Top 10 Liste auch schon gewesen. Wie gesagt, ich konnte mich einfach nicht auf 10 Schuhe festlegen, weil es von mehreren Modellen einfach mehrere Colorways gibt, die ich euch empfehlen würde, die ich vor allem auch selber trage. Ich wollte jetzt echt keine Schuhe mit reinnehmen, die vielleicht so den meisten gefallen könnten, aber für mich halt nichts sind. Es gibt natürlich auch noch viele andere Modelle, viele andere Farben, viele andere Schuhe, die für den Frühling und Sommer perfekt geeignet sind. Schreibt mir deswegen mal eure Favorites in die Kommentare, welche ihr im Frühling und Sommer gerne tragen würdet oder sogar tragt. Ich bin auf jeden Fall sehr, sehr gespannt. Wenn ihr Lust habt, schreibt auch gerne in eine Top 3, eine Top 5 oder sogar eine Top 10 Liste rein. Aber das wäre es mit meiner Liste auf jeden Fall gewesen. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst ein Like da, lasst gerne einen Kommentar da. Für weiteren Content folgt mir gerne auf Instagram, pablomexcobar_. Ansonsten, Freunde, danke fürs Zuschauen, bleibt gesund und bis zum nächsten Video. Tschüss.